wunderschönen guten Tag aus Schweden noch einmal und hinter mir ist ein bisschen Ostseeküste und da werde ich jetzt noch mal ein bisschen rumpaddeln. Ja, wir stehen hier für 100 Kronen an einem Platz, wo relativ wenig los ist. Ist auch nicht viel. Da hinten ist noch ein Campingplatz, da könnte man die Toiletten benutzen, ansonsten ist ja auch nichts weiter. Deswegen ist der wahrscheinlich so günstig und zum Paddeln ist er auch einigermaßen geeignet, das seht ihr gleich. Die Einsatzstelle ist da vorne. Da hinten ist eine kleine Brücke, da werde ich versuchen einzusetzen, ist allerdings relativ hoch, aber das ist so für mich jetzt das Beste, was es hier so gibt, was ich gesehen habe. Ja, so steht das Auto, also einfach nur Asphalt mit einer tollen Aussicht natürlich und da hinten ist ein Leuchtturm und da werde ich jetzt mal hinpaddeln und mir das anschauen. Also, auf geht's! So, das Schönste kommt jetzt, die Möhre dann. Das macht Spaß. So, ich drehe euch um. Die Möhre ist schon unten und ihr seht, es ist relativ tief. Kleiner Hafen hier sozusagen. Da vorne geht es noch mal rein in so einen kleinen, ja, Ableger, sag ich mal so, von der Ostsee. Geht aber nicht weit rein. Da sind die auch am Angeln und da hinten können die Camper sozusagen schön aufs Wasser schauen. So, also ich springe erstmal rein. Also, wie gesagt, ist nicht ganz so einfach, weil ziemlich hoch. So, das machen wir mal hier hin. Ich habe heute nämlich mein Bändchen mitgenommen. Ich natürlich, auch wenn das geht, auf der Insel anlanden möchte. Und wer weiß, wie das da ist, dass ich das Boot da fest wirbeln kann. So. Ja, dann würde ich sagen, drehen wir gleich mal um. Achso, ihr wundert euch vielleicht. Sonst mit Baden und hast du nicht gesehen. Und heute habe ich einen Trockenanzug an, weil es ist sehr windig. Und ja, geschätzt würde ich sagen, sind das vielleicht, ich kann es nicht genau sagen, 1-2 Kilometer von der Küste weg. Und wenn das sehr windig ist, wisst ihr ja, weiß ich nicht, was da draußen passiert. Deswegen habe ich den sicherheitshalber angezogen. Und so warm ist es heute auch nicht. Ne? Deswegen ziehen wir den lieber mal an. So, aber jetzt drehe ich euch mal um. Und dann geht das ab. So. Auf geht's. Ja, und ihr seht ja, zum Campingplatz ist das doch ein ganzes Stück. Da hinten ist dann die Rezeption und da kann man sich dann anmelden. Und da muss man dann auch bezahlen. Weil der Stellplatz, wo wir jetzt stehen, gehört mit zu dem Campingplatz. Hi. So, hier geht's jetzt raus. Und dann zeige ich euch gleich mal den Blick sozusagen von hier auf unser Kajakmobil. Ja, da vorne ist noch so eine kleine Insel, da weiß ich gar nicht, wie die heißt. Und wenn man hier rechts schaut, da stehen wir. Also hier die Aussicht ist natürlich richtig cool. Das rote Haus da hinten, das ist übrigens auch noch so ein Seefahrermuseum. Kann man sich auch noch angucken. Ist natürlich sehr klein, aber naja. Ja, und ich hoffe mal, dass es da draußen nicht allzu kappelig wird. Und ja. Achso, der Ort heißt hier übrigens Berg Kava. Wobei ich nicht weiß, ob man den Berg mit K, also GK wird das geschrieben, also wie Berg und dann K, V-A-R-A. Man könnte ja Bergwara sagen oder Bergquara. Ist auch egal. Mit den dänischen Dinger, mit den schwedischen Dingern hier kommt man eh komplett durcheinander. Ja, ich paddle jetzt erst ein bisschen und dann gucken wir mal. Weil hier, ja, kommen schon ein paar Wellen. Wir werden mal sehen, wie das wird. Auf geht's! Ja, bevor es losgeht, nochmal zur Orientierung, wo wir sind. Da oben und etwas genauer Grapensfür. Das ist dann der Leuchtturm, wo es dann eigentlich hingeht. Auf geht's! Also, Attacke! So. Ja, zur Not, wie gesagt, so sieht das einigermaßen in Ordnung aus. Und wenn es mir zu krabbelig wird, umdrehen kann man ja immer. Ne? Von Land aus auch echt schwer zu sagen immer. Thank you.
und das da drüben, da seht ihr ja, da sind ganz viele Vögel auf diesen Bäumen und so. Die ist auch, glaube ich, abgetonnt. Das ist, glaube ich, eine Vogelschutzinsel. Aber ich gucke nachher nochmal genau auf der Karte, weil das sieht aber auch richtig cool aus. So diese abgestorbenen Bäume und dann die ganzen Vögel da drauf. Hat was. Ja, und auch hier musst du unheimlich auf die Fahrerinnen achten. Ne? Man sieht ja hier vorne, kann ich euch mal zeigen, die dicken fetten Steine wieder überall. Ne, die Dinger hier, die möchte man natürlich abends mit dem Boot nicht treffen, glaube ich. Dann hast du ein Problem. Das ist schon was. Das ganze Feld hier ist relativ flach, seht ihr ja, ne? Dann kommen da so dicke, fette Brocken. Oder eben, wenn ordentlich Wellengang ist. Also hier musst du dich echt an die Fahrrinne halten. Cool. Ja, was ich noch vergessen habe, es soll hier sogar eine Robben-Safari geben. Die kann man hier unten auch buchen. Ja, vielleicht sehen wir ja irgendwann. Mal gucken. Ne? Wäre ja cool. Ha. Ihr seht, so ein paar Wellen sind natürlich hier und ich glaube, ich packe euch mal lieber unter Deck, weil das wird ja sonst alles wieder so nass und so. Das sind diese ekligen kleinen Ostseewellen sozusagen, die kurzen, und da schwammelt das dann ganz gut und ich kriege den Wind natürlich auch genau von der Seite und deswegen packe ich euch gleich mal unter Deck und dann sehe ich mal zu, dass ich ein bisschen Gas gebe und dann gucken wir mal, wie weit das ist. Ja, ich zeige euch das nochmal. Ihr seht ja auch da hinten, na gut, es ist immer so klein. Ein paar Schaumkronen sind da. Mein Anemometer habe ich natürlich nicht mitgenommen, wie immer. Aber gut, ich paddel erstmal und packe euch unter den Deck. Bis gleich. Ja, das war doch mal eine schöne Tour. War das nicht ein schöner Leuchtturm? Herrlich, ne? Nein, ich musste umdrehen. Geht gar nicht. Geht gar nicht, sage ich euch. Also, nee. Das geht gar nicht. Wellen von der Seite, die schwappen hier komplett voll rein und hast du nicht gesehen und ne, das tue ich mir nicht an. Also wird das wahrscheinlich ein kurzer Film heute. Den Leuchtturm, da kann ich euch nur erzählen, also da kann man auch mit der Fähre hinfahren, aber die starten erst, ich glaube Mitte Juni oder Ende Juni bis auch nur Mitte August, glaube ich. Da kannst du auch drauf übernachten, da gibt es ein Café, da gibt es was war das noch? Achso, du kannst ja auch komplett mieten, glaube ich, die ganze Insel, also für eine Hochzeit oder irgendwie sowas. Und ja, das ist diese Insel. Schade, kann ich euch leider nicht zeigen. Und da ist eben dieser Leuchtturm auch drauf. Ja, aber das ist wirklich, nee, das ist mir zu gefährlich. Da habe ich auch keinen Bock hier mit Kentern und so. Und dann wieder, nee, nee, nee. Weil das ist echt übel. Hier bist du ja noch so ein bisschen geschützt von den Inseln und so. Dann paddel ich hier noch einmal rum, weil hier sind natürlich auch noch mehrere kleine Inseln. Vielleicht sehen wir ja da noch irgendwas. Ne? Aber gut. Ja, tut mir leid. Schade, schade. Aber den Wind, den kann man eigentlich nicht abstellen. Wir haben ja auch eigentlich immer viel Wind gehabt. Aber naja, so weit musste ich bis jetzt ja auch noch nicht raus. Ne? 2-3 Kilometer, das reicht ja dann auch schon. Boah. Also gut, wir paddeln mal da lang, mal gucken, was da noch so Schönes zu entdecken gibt. So, dann mal wieder ein Stück weiter raus. Da draußen auch übrigens, da wird das dann anscheinend auch wieder relativ flach. Und dann bäumen sich da natürlich die Wellen auch nochmal richtig auf. Also da konnte ich jedenfalls teilweise den Grund sehen. Nicht so, dass du stehen kannst, aber man merkt dann halt doch, da wird es ordentlich flach. So, geben wir mal Gas und gucken uns mal die Insel da an. Weil da vorne ist ja anscheinend auch Kinder. Das muss ja irgendwie nicht verbunden sein. Ne? Ja, die haben auch ordentlich Spaß. Aber so richtig weit rausfahren tun sie dann auch nicht. Flatsch, flatsch, flatsch. So, auch hier wieder Steine. Oh, auch mal aufpassen. Juhu. Aber sieht natürlich cool aus, ne? Die Insel hier, die meinte ich mit den Vögeln. Ja, und hier im Schutz von der Insel, da ist auch wieder Ententeich, ne? Mein Map hier wieder aufgemacht, diese schwedische App, und der Witz ist, die hier ist gar nicht vogelgeschützt, aber die kleine da drüben, dann sind diese gelben Dinger gar keine Vogel.
Vogelverbote, sondern muss irgendwas anderes sein. Ja, die ist definitiv mit so einem gestrichelten Linie drumherum. Die ist gesperrt. Vogelschutzumrot. Ja, die heißt, boah, das blendet, Rignabocorö. Ja, und davor ist noch so eine kleine Lühe, aber die sind alle okay. Da darf man hin. Die andere, die muss ich weiträumig umfahren. Und dahinter sind auch noch Inseln und so eine Halbinsel. Und hast du nicht gesehen, da hinten ist auch noch so eine Schlossruine auf diesem. Davon sieht man aber nichts mehr. Das ist irgendwie aus dem Mittelalter. Und ansonsten, ja, gibt es auch nicht so viel hier von der Gegend zu sagen. Ein paar Sachen fallen mir bestimmt noch ein. Aber jetzt gucke ich erstmal, wo fahre ich denn jetzt am schlausten lang? Erstmal ein bisschen dichter unter Land, das ist vielleicht noch angenehmer. Da. So, kurz abschalten. So eine Halbinsel und hier rechts, das ist eine Insel, die heißt, glaube ich, wie ich das richtig gesehen habe, Tutzker oder so. Da könnte man theoretisch auch rumfahren, wenn das nicht zu flach ist. Hier vorne sah das schon eben höchst flach aus, aber wir schauen mal. Hier scheint das noch alles in Ordnung zu sein. Das Wasser sieht auch richtig gut aus. Schön, schön. Direkt voraus hier, könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, da vorne ist auch noch eine schöne Badestelle und so. Also seht ihr mal, wenn das eine nicht klappt, paddelt man einfach woanders lang und es ist trotzdem schön. Ich habe überhaupt noch gar nicht gesagt, wie das heißt. Ne? Das heißt Grapensfür, dieser Leuchtturm. Also falls euch das interessiert, müsst ihr dann mal im Internet schauen. Die haben auch eine Webseite, könnt ihr euch das angucken. Da wäre ich gerne hingefahren, aber hat ja nun mal leider nicht geklappt. Aber hier ist auch schön, ne? Ja, und wir sind hier auch, die nächstgrößere Stadt heißt Torsos. Oh Gott, Torsos. Oh, mit diesen Namen, das ist Wahnsinn. Gehört jedenfalls zum Småland. Die Kommune ist dann eben dieses Torsos. Boah, ich gucke mal nach. Ja, Torsos, Gemeinde Torsos, ne? Und das gehört zum Småland und der Bezirk ist, schon wieder vergessen. Ja, vergesst es. Sind ja mal drei. Kommune, Provinz, Bezirk. Müsst ihr selbst nachher. Ist auch nicht so wichtig. Ist im Süden von Schweden. Und ja, diese Insel ist wirklich klein, wie ihr seht. Da bin ich schon rum, sozusagen fast. Und da hinten könnte ich auch noch rum. Das ist auch noch mal so eine Insel. Und ich werde hier noch mal mich so zwischendurch schlängeln und dann geht es nachher wieder zurück. Ne? Ansonsten ist es hier, würde ich sagen, für einen längeren Aufenthalt ist zu wenig. Ne? Hier gibt es noch so einen Olofsson-Hof, da kann man so eine Reise durch die Geschichte machen. Aber da ist so ein Hof irgendwie von 1860 und dann kann man sich das angucken. Ganz viele Wander- und Radfahrwege gibt es hier, habe ich gesehen. Und vom Ort her sind das hier, glaube ich, 950, dieser Blankavaara. Ne? Ja, ansonsten ist ja nicht allzu viel. Also hier, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur hier hinpaddeln zu diesem Leuchtturm. Das hat ja nun leider nicht geklappt. Und nachher werden wir mal hier zu Fuß noch mal ein bisschen die Gegend erkundschaften. Und dann fahren wir wieder ein Stückchen weiter. Das ist ja das Coole hier, fährst du ein Stückchen weiter, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Oder man fährt auch mal ein Stück ins Inland. Ja, ja, Wetter, wir waren, achso, hab ich noch gar nicht erzählt, ne? Wir sind ja den einen Tag, wollten wir ja eigentlich rüber auf die Westküste sozusagen, zur Nordseeseite.
Da sind wir hier rüber gefahren. Boah, da war so schlechtes Wetter. Arschkalt, 13 Grad wieder. Haben wir lange hin und her überlegt und so. Und das, wir haben dann geguckt, die ganze Woche soll da so schlecht sein. Naja, dann sind wir wieder zurückgefahren. Also das war auch wieder sehr intelligent. Aber gut, was soll's. Heute ist hier halt schlecht auch. Aber dafür soll es dann morgen bis Ende der Woche dann wieder, also bis Ende nächster Woche wieder schön sein. Von daher bleiben wir dann lieber hier und tuckeln dann hier nochmal runter und nehmen die Ecken mit, die wir letztes Mal beim Hochfahren ausgelassen haben. Das ist jetzt unser Plan. Und vielleicht fahre ich nochmal zu diesem Ifö-See. Den habe ich ja auch nicht gepaddelt. Da könnte man sonst auch nochmal schön paddeln. Ne? So, das dazu und es geht weiter. So, paddeln wir nochmal zwischen den beiden Inseln da durch. Sehen, was da so los ist. Die Richtung geht wie Rakete hier, voll schön mit dem Wind. Zurück muss ich dann wieder ein bisschen was arbeiten. Aus dem Windschutz raus. Also nächstes Mal sollte ich mir vielleicht auch mal ein Fernglas mitnehmen. Könnte ich ja mal gucken, ob hier irgendwo Robben zu sehen sind, weil da hinten ist noch so eine ganz kleine Insel. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier überhaupt Robben sind, aber gut, steht jedenfalls so im Internet. Naja. So, ich bin dann doch noch mal hier zu dieser einen Insel gefahren, weil ich gedacht habe, guck mal, ob hier vielleicht irgendwas zu sehen ist. Ja, keine Ahnung, wo die hier robben. Vielleicht ist er wirklich nur auf dieser Insel da draußen. Hier ist das auch, glaube ich, zu flach. Ich glaube, Robben mögen das ja gerne, wenn sie schnell abtauchen können. Ne? Und hier kann man nicht weit abtauchen. Boah, habe ich mir jedenfalls noch mal einen nassen Hintern geholt. Aber das ist noch kein Vergleich mit da draußen. Schade, echt schade. Ich wäre echt gerne mal hingepackt, aber nein. Was soll's. So, dann würde ich sagen, drehen wir um, weil jetzt sehe ich auch hier vorne, hier hatte ich auch noch spekuliert. Da ist aber auch nichts los. Und hier sind nur Möwen, seht ihr, und die sind alle natürlich sehr aufgeregt. Denn die haben süße kleine Babys, ne? Ja, dann gebe ich jetzt noch ein bisschen Gas, da packe ich euch aber, glaube ich, unter Deck, weil jetzt muss ich so schräg gegen an und dann ist das ziemlicher Saukram. Also ich melde mich da hinten nochmal. Bis gleich. So, hier bin ich schon wieder so ein bisschen geschützt, aber ihr merkt ja, der Wind ist immer noch natürlich heftig. Boah, ich glaube, ich muss euch mal umdrehen. Ich hoffe, ihr könnt mich so besser verstehen. Boah, krass, 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 dieser Wind. Wie der nervt. So, boah, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo ich eben war. Jetzt musste ich die Batterie wechseln, ist das Ding wieder ausgegangen einfach. Oh, das nervt, ey. Jetzt bin ich natürlich da, wo ich vorhin schon war. Ich wollte paddeltechnisch noch sagen, dass diese Paddel hier, die 9, die sind bei Gegenwind also schon wesentlich besser. Das muss ich auch noch mal sagen. Da ist mehr Kabums hinter. Also das merke ich. Ich bin zwar immer noch genervt von dem Wind, aber da ist es auf jeden Fall ein Vorteil. Ich weiß nicht, ob das in dieser Form liegt oder flacher sind vielleicht. Die anderen waren ja auch nicht groß, weiß ich nicht. Aber geht besser auf jeden Fall. Das nur mal so. Ja, hier bin ich, wie gesagt, ein bisschen geschützt, aber der Wind pfeift natürlich trotzdem noch richtig heftig. Also, es ist Arbeit. Es ist Arbeit. Weiter geht's. Kleine Brücke. Gucken wir uns mal an, hier strömt doch ordentlich das Wasser rein. Wahrscheinlich ordentlich durch den Wind. Es ist ziemlich knapp.
dass ich mir hier die Birne stoße. Oh. Leute. Es ist nicht gerade viel Platz. Und überall Dreck dran. Wir haben die Schwalben anscheinend gebaut. Sieht cool aus. Und überall Fischreiher hier, ne? Also Fischreiher gibt es hier ohne Ende. Das kann man mal so sagen. Ja, ich zeige euch das mal. Einmal, hier wohnen ein paar Leute. Da sitzen die Fischreiher. Die seht ihr wahrscheinlich gar nicht. Also ist das auch sozusagen eine komplette Insel. Ich dachte, das wäre ja nur so eine Halbinsel. Aber nein, es ist eine Insel. Aha, war nicht zu sehen vorhin. Jo, aber ich fahre wieder zurück. Hier, da würde ich ja wieder außen rum kommen. Das brauche ich nicht, da war ich ja schon. Also, wir drehen wieder um. So, dann wollen wir wieder durch. Zap. Beach. Schön in der Mitte. Kopf einziehen. So. Geschafft. So, und dann fahren wir nochmal hier die Kante lang. Dann zeige ich euch nochmal den Badestrand von dem Campingplatz, weil die haben auch einen kleinen Badestrand. Ob da jemand heute baden ist bei dem Wetter. Ein bisschen frisch. Ich glaube, das ist fast noch schlimmer, wenn du nass aus dem Wasser kommst, als wenn du da reingehst. Der Wind ist einfach. Aber wisst ihr ja. So, ich drehe euch um. So, die wohnen natürlich auch cool. Die haben hier Bootsanleger direkt vorm Haus. Ah, so muss das sein, ne? Herrlich. So, also auf geht's. So halbwegs zeigen. Also wir haben hier Badeplattform, eine Brücke, eine Rutsche, mehrere Sprungbretter, 1, 2, 3 würde ich sagen. Und sogar einen behindertengerechten Zugang. Also rollstuhlgerecht kannst du hier auch ins Wasser fahren. Das ist auch cool. Ja. Sind ein, zwei Jungs, die baden, die wollte ich jetzt nicht so filmen hier. Und da hinten sind die Kleinen und spielen im Sand. Ansonsten ist hier nicht allzu viel los. Boah, kein Wunder. So, kann ich euch doch noch zeigen. Das ist der Springturm. Ja, Brücke, Rutsche, behindertengerechte Brücke und eine Badeplattform. So, jetzt fahre ich wieder zurück, weil jetzt fangen sie wieder mit dem Springen an. Gang! So. So, dann paddeln wir hier mal wieder um die Ecke. Ab in den Wind. So. Ah, da hinten ist auch noch ein schönes Segelschiff. Ah, nicht schlecht. Hier ist noch die zweite Hafeneinfahrt. Da fahre ich jetzt nicht rein, weil da komme ich nicht dahin, wo ich aussetzen möchte. Das sind sozusagen zwei kleine einzelne. Es gibt auch noch einen Parkplatz, also wer jetzt zum Beispiel nur einen Tag hier verbringen möchte oder sagt, ich bin gerade in der Nähe, ich will nur mal ein bisschen paddeln, du darfst bis 21 Uhr hier vorne gratis stehen und ansonsten musst du halt bezahlen, wenn du länger stehst. Ne? Also so wie wir jetzt eine Nacht, hat jetzt hier, habe ich das überhaupt schon erzählt, 100 Kronen, 100 schwedische Kronen haben wir jetzt bezahlt und stehen da vorne eben. Aber wie gesagt, Toiletten hast du nur, ansonsten hast du nichts dabei im Preis. Sonst musst du halt auf den Campingplatz, der ist dann ein Tick teurer. Ne? So, ja, das nochmal dazu. Kann auch sein, dass ich schon erzählt habe, ich weiß es nicht mehr. So, 2 Minuten geredet und schon wieder zurück. So, ich paddel mal wieder so langsam Richtung Aussetzpunkt. Auf geht's. Oh, 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 oh.
das ist Gustav aus Bergkava, so wird es geschrieben, da steht es auch hinten dran. Und Karpensfür, das ist die Fähre, mit der ihr da rüberfahren könnt. Wie gesagt, die starten aber erst Mitte, Ende Juni, glaube ich. Ne? Da wird es dann losgehen. Und ich glaube, bei denen, mit den Dingen machst du auch diese Robben-Safari oder so schimpft sich das. Wo die sind, weiß ich nicht. Oder die verarschen einfach die Leute und sagen, hier die Steine im Wasser, das sind Robben. Kann natürlich auch sein. Ja. So, ich gucke noch einmal um die Ecke und dann sind wir auch schon fertig fast, würde ich sagen. So, mal gucken, hier einmal durch. So, Wasser ist hier auch richtig schön glasklar. So soll das natürlich sein. Ja. Auch hier so eine kleine Insel. Und dahinter ist dann der, oder das da hinten ist auch schon der ganze Campingplatz. Ja, und hier ist natürlich ein Tick geschützter, aber jetzt zum Paddeln auch nicht so interessant, ne? Aber ich finde es trotzdem schön, ne? So habt ihr die Gegend hier mal gesehen, falls ihr mal Lust habt, hier einen Urlaub zu machen. Die haben übrigens auch Hütten. Also die Idee hatte ich auch schon, man könnte ja auch mal die ganze Küste hier hoch paddeln. Und dann ist natürlich cool, wenn du unterwegs immer schöne Plätze hast, wo du vielleicht mal so jeden zweiten, dritten Tag oder so, oder jeden vierten, je nachdem, wie man es mag. Mein, so eine Hütte kann mit duschen und hast du nicht gesehen. Ne? So, wenn es richtig warm ist, braucht man es nicht. Ne? Gehst du einfach in die Ostsee. Aber wenn das dann solche Wettersituationen sind wie jetzt, so, boah, dann freut man sich, glaube ich, abends auch mal über eine schön warme Dusche. Naja, gibt es jedenfalls auch genug Campingplätze hier, glaube ich. Allerdings, wenn du da immer gegen den Wind hast, boah, dann kann das auch ganz schön anstrengend werden, glaube ich. Ne? Aber gut, was soll's. So, ich paddel zurück. So, dann geht's hier wieder zurück. Hier direkt voraus. Die Wiese ist übrigens, da hinten ist ein Sportplatz und das ist auch der Badeplatz für Hunde da vorne. Also auch an die wird immer gedacht. Das finde ich auch immer ganz cool. So, aber genug gequatscht. Jetzt geht's wieder zurück. Aber dann müsste das diesmal ja wirklich mal ein kurzer Film werden, oder? Aber so überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt heute. Ja. So, haben wir hier schnell wieder durch. Und dann geht das gleich wieder raus. So, hier fing alles an. So, hier ist nämlich der einzige Pfeiler, wo man das so ein bisschen gegendrücken kann, das Boot. Ansonsten wisst ihr ja. Kann man schnell mal weg sein. So, das Wasser lasse ich erstmal drin. Hier ist nämlich noch ordentlich Wasser drin. Den werde ich mal versuchen, hier auszusteigen einigermaßen. Aber das wird gar nicht so einfach, glaube ich. So, draußen bin ich schon mal. Also ich packe euch mal kurz zur Seite und hole das Boot. So, dann kommt ihr wieder mit. Dann schleppen wir die Möhre mal wieder zurück. Das müsst ihr euch ja nicht mit anschauen, was noch interessant ist. Jetzt hier gibt es noch so ein kleines Häuschen. Da kann man sich reinsetzen. Schön windgeschützt. Da können wir heute Abend vielleicht ein paar Karten spielen und so. Dann brauchen wir unser Bett gar nicht wieder umbauen. So, ja. Vorne ist das Auto. Fee ist auch schon da. Und dann schleppe ich mal. Also, bis gleich. So, Möhre ist hier abgelegt,
zeige euch nochmal von Weitem den Leuchtturm, was ja leider nicht geklappt hat. Und ich sage euch, der Wind pustet so sehr, ich muss hier richtig balancieren, dass ich das Ding überhaupt auf der Schulter getragen habe, bekomme. Ja, ich werde heute auch von hinten aufladen. Ich hatte sonst die Tage immer, wenn man so eng nebeneinander steht und so oder eingeparkt wird, dann ist das manchmal echt schwierig. Dann kommst du wieder dicht geparkt, dann muss ich irgendwie die Möhre drauf kriegen. So muss ich jetzt hinten die Tür aufmachen wegen dem Fahrrad und dann geht das aber auch ganz gut, weil der Wind kommt jetzt von hinten und wenn ich das seitlich mache, dann das hält man nicht. So. Ja, tut mir leid mit dem Film heute, hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, aber so ist das manchmal. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Mal. Mal sehen, wo ich nächstes Mal lande. Keine Ahnung. Also, bis dann und macht's gut. Tschüss.